Потому что как бы город, в котором мы жили раньше, он остается еще под там. In der Nähe der Stadt, aus der wir kommen, wird bis heute gekämpft. Immer wieder müssen die Leute in Kellern Schutz suchen. Люди сидят, все так же сидят возле подвалов и все, ну как бы обстановка, конечно, еще там. Es ist zurzeit unmöglich, insbesondere mit Kindern dorthin zurückzukehren. Ich bin mit meinen drei Kindern, meinem Mann und meinem Vater am 24. Juli 2014 geflohen. Wildfremde Leute haben uns mit dem Auto mitgenommen. Sie haben uns einfach ganz schnell eingeladen. Insgesamt waren wir 14 Leute im Auto. Als wir nachher nochmal nachgezählt haben, konnten wir gar nicht begreifen, wie wir da alle reingepasst haben. Wenn man mich nach der Zukunft fragt, wir leben von einem Tag auf den anderen. Heidi. Heidi. Раскладушка, красный крест, да, там обогреватели, красный крест. Wo sie auch hinsehen, das hier ist alles vom Roten Kreuz. Die Klappbetten, der Radiator. Und dank der Supermarktgutscheine, die das Rote Kreuz ausgibt, müssen wir nicht mehr all unser Geld allein für Lebensmittel ausgeben. So bleibt noch etwas übrig und Menschen wie wir haben die Möglichkeit, auch den Kindern etwas zu kaufen. Zum Beispiel auch Schulsachen. Когда нет вот этой помощи, да, но все деньги идут реально просто на продукты. Und wenn wir dann zu den Verteilungsterminen fahren, um die Gutscheine abzuholen, denke ich manchmal, mein Gott, die Menschen, die in Deutschland leben, die dich nie gesehen haben, die dich nicht kennen, die geben einfach Geld für dich, für deine Kinder, um einfach zu helfen und uns zu unterstützen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ну, в принципе, ну я не знаю, ты больше уже не скажешь, потому что.